Hallo, ich bin's wieder, Florian, und heute zeige ich euch 13 Tipps zu Guns of Glory, wie ihr noch erfolgreicher werdet. Und weil wir keine Zeit haben, 13 Tipps in 5 Minuten, der Countdown läuft und los geht's! Tipp Nummer 1. Die täglichen Belohnungen bekommt man normalerweise automatisch hin. Manchmal fehlt es allerdings an ein paar Punkten. Schaut nach, bevor der Tag vorbei ist. Wenn ihr alle 7 Truhen öffnet, bekommt ihr nicht nur XP und Ressourcen, sondern auch 3 rote Wächterschlüssel und 3 Aristokratenschlüssel. Mit den Wächterschlüsseln bekommt ihr beim Wächterüberfall eine zusätzliche Kiste. Darin ist ein Schlüssel für die Unterwelt. Das Unterwelttor ist ein Allianz-Event, das alle 2 Tage gestartet werden kann. Tipp Nummer 2. Wenn ihr Schloss Level 15 oder niedriger seid, werdet ihr schnell wachsen und wahrscheinlich täglich mehrfach forschen. Die Forschung bringt 20 Punkte für die tägliche Belohnung. Es macht Sinn, nur einmal am Tag zu forschen. Der Ausbau der Akademie kostet viel Ressourcen und Zeit. Tipp Nummer 3. Alle 2 Stunden erscheint ein Doktorgeschenk. Es sind teilweise recht wertvolle Gegenstände wie 40 Gold oder Ruhmesbanner. Kostenlos. Tipp Nummer 4. Ihr braucht Ressourcen. Schickt möglichst alle Einheiten mit allen Marschzügen in die Farm, um die Ressourcen zu sammeln, die ihr zur Ausbildung oder für den Ausbau braucht. In vielen Königreichen ist es nicht gern gesehen, diese Farmen anzugreifen. Daher eine gute Strategie, die Truppen zu sichern, indem sie zum Beispiel nachts weit, weit weg farmen und nicht einem Überfall der Burg zum Opfer fallen. Ressourcen hat man schnell gesammelt. Einheiten kosten viel Zeit und Ressourcen. Tipp Nummer 5. Spenden ist wichtig in einer Allianz. Spenden sorgt dafür, dass die Forschung vorangeht, die jedem Allianzmitglied etwas bringt. Ein Spendenziel ist mit einem Stern markiert. Dieses Ziel bringt dir 20% mehr. Je nach Forschungslevel von 1 bis 10 musst du bis zu 12.000 Ressourcen pro Klick spenden. Die Ehre, die du erhältst, ist in jedem Level gleich. 100 Ehre auf Stufe 1, 500 Ehre in Stufe 2 und 2500 auf der letzten Stufe. Bist du knapp an Ressourcen, suchst du dir ein Spendenziel in einem kleineren Level aus. Möchtest du in der Spenderrangliste nach oben, gehst du am besten gleich auf Level 10. Es empfiehlt sich aber, das mit Stern gekennzeichnete Ziel zu nehmen. Ein Allianzleiter hat es ausgesucht und möchte es erforschen. Und du bekommst 20% auf alles, außer Tiernahrung. Tipp Nummer 6. Im Allianz-Shop kannst du gegen Ehre unter anderem den 8-Stunden-Sammelwagen-Schub kaufen. Damit sammelst du 50% schneller Ressourcen. Das funktioniert auch nachträglich für bereits aktive Farmen und wenn die 8 Stunden auslaufen, hält der Effekt bei aktiven Farmen weiterhin an. Du kannst also mit etwas Geschick die Zeit nach vorn und hinten verlängern. 7. Tipp. Du bist auf der Suche nach einem guten Gelände zum Farmen? Oder einer passenden Bestie? Einem guten Wächtercamp? Dir fehlt der richtige Überblick? Du kannst die versteckte Zoom-Stufe 3 nutzen. Geh in deine Burg, in die Post, wähle zum Beispiel unter Berichte einen Farmbericht aus und drück dort auf die Koordinaten. Boom, mehr Übersicht. Der 8. Tipp. Wenn ihr schnell Ressourcen bekommen möchtet, jagt Bestien und Wächtercamps. Öffnest du einen Feldzug gegen ein Wächtercamp, ist es wichtig, dass deine Kriegshalle groß genug ist, um genug Truppen auf den Feldzug mitzunehmen. Bist du Level 10 oder kleiner, schließe dich besser den größeren Kameraden in der Allianz an. Meist findet man ausgerechnet die Wächtercamps mit höherem Level einige Kilometer entfernt. Um den Weg zu verkürzen, verzichte auf Artillerie und sag den Allianzkameraden Bescheid. Die Artillerie ist die langsamste Einheit und bremst den kompletten Zug aus. Ressourcenpacks, die du als Belohnung bekommst, sparst du am besten auf für große Bauprojekte. Löse sie nicht einfach so ein. Alles in der Burg kann beim Überfall geklaut werden. Die Ressourcenpacks sind sicher. Tipp Nummer 9. Die Instandhaltungskosten verhindern, dass du Nahrung im Schloss horten kannst. Im Gegensatz zu Holz, Eisen oder Silber geht Nahrung langsam zurück, wenn du über den Lagerschutz kommst. Lege täglich etwas Nahrung in das Allianzlager. Das Lager schützt deine Ressourcen vor Überfällen und funktioniert natürlich auch für die anderen Ressourcen. 10. Tipp. Um sich vor Überfällen zu schützen, solltest du vorm Schlafen deine Ressourcen bis auf den Lagerschutz runter komplett verbrauchen. Und damit Einheiten trainieren, Gebäude bauen, es ins Allianzlager schaffen oder andere Allianzmitglieder unterstützen. Der 11. Tipp. Es kommt mir nur so vor, aber es scheint mehr aus den Kisten zu kommen, wenn man sie aufspart und den Gruppen zu 20, 30 oder mehr öffnet. Das gilt für Aristokraten, Truhen und Wächtertruhen. Kann aber auch ein Aberglaube sein. Tipp Nummer 12. Kein Aberglauben ist es, beim Bau deine Bonusfähigkeiten zu nutzen. Hast du einen Kopfschutz deines Lords, der Baugeschwindigkeit verbessert? Einen Wächterhelfer, der Baukosten oder Forschungskosten reduziert? Aktiviere ihn, bevor du baust und deaktiviere ihn, wenn du den Bau begonnen hast. 13. Tipp. Du hast nach einem Überfall 10.000 Einheiten verloren.
aber du hattest noch genug Ressourcenpacks, mit denen du die heilen kannst. Teile es dir auf. Heile immer nur 100 oder 500 am Stück. Sind genug deiner Allianz online, können sie dir helfen, die Einheiten in Sekunden zu heilen. Das machst du dann noch 10, 20 Mal und hast die Einheiten in Minuten statt Stunden wieder aktiv. Puh, das war ziemlich viel in kurzer Zeit. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben. Wenn euch das zu schnell ging, lasst mir einen Kommentar. Wenn ihr mein nächstes Video auf jeden Fall sehen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Guckt in meine Playlist, da gibt's weitere Videos. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.